Und damit willkommen zurück auf dem Kanal von Black Crystal P zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, und zwar dem Spiel Disturbed. Ja, ich habe der Titanquest gestern abgeschlossen und habe dann heute auf Steam wieder nach kostenlosen Spielen gesucht. Ich habe drei verschiedene gefunden und auch installiert. Eines davon ist Disturbed. Es ist ein Horrorspiel im Point-and-Click-Stil. Wir spielen, soweit ich weiß, einen Farmer, der versucht, seine Farm vor dem drohenden Untergang zu retten. Es ist in einem interessanten Stil gehalten. Man sieht es hier schon, handgezeichneter Stil, ganz bewusst, um den Gruselfaktor zu erhöhen, heißt es auf Steam. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe noch keins der drei Spiele, die ich hier jetzt neu geholt habe, gespielt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Game geht. Wir wollen uns das einfach mal anschauen. Genau, Textgeschwindigkeit habe ich für Mittel gestellt. Sprache auf Deutsch. Ihr seht, hier gibt es verschiedene Sprachen. Sound- und Musiklautstärke komplett hoch, aber das ist auf meinem Headset zumindest okay. Ich hoffe, bei euch auch. Und genau, wir gucken uns das Spiel einfach mal an. Spiel starten. Ein weiterer düsterer Tag vergeht, wenn du dich abmühst, deine dahinsiechende Farm zu bewirtschaften. Das Getreide auf deinen Feldern fault und deine Kuh ist krank. Seit geraumer Zeit herrscht eine bedrückende Stille auf dem Land. Die Luft atmet sich zäh und faulig. Jeder verstrichene Tag schürt deine Ungewissheit, ob die Dinge sich je wieder zum Guten wenden werden. Vielleicht liegt es an dir. Du hast dich entschieden. Du wirst etwas unternehmen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, es ist schon mal ein cooler Stil, der gefällt mir. Ich habe so ein ähnliches Spiel bereits einmal gespielt, von dem Stil her ähnlich. Das habe ich allerdings nur auf Englisch, deswegen habe ich es nicht genommen. Du stehst vor deinem ärmlichen Zuhause, abwägend, was du als nächstes tun sollst. Und jetzt können wir verschiedene Sachen machen. Wir können zu den Feldern gehen, in das Haus oder in den Schuppen. Seht ihr das? Ja. Und man hört einfach mal gar nichts. Das ist einfach nur geil. Man kann in diesem Spiel auch speichern. Und so wie ich mich kenne, werde ich das oft machen. Ja, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde mal sagen, als erstes gehen wir zu den Feldern. Ein Pfad teilt das Getreide, in das du die letzten Monate so viel harte Arbeit investiert hast, um eine gute Ernte einzufahren. Ein durchdringender Geruch erinnert dich daran, dass deine Pflanzen begonnen haben zu verfaulen und dir die Zeit davonläuft. Sieht man hier schön, Pflanzen sehen nicht gesund aus. Auch die Bäume nicht. Folge dem Pfad, betritt dem Pferd oder gehe zurück zum Haus. Ja, man kann in diesem Spiel sehr schnell sterben. Wie gesagt, ich kenne ein ähnliches, wusste aber nicht, dass die gleich sind. Und in dem bin ich sehr oft gestorben. Man kann also hier sehr schnell sterben. Gehe zurück zum Haus. Ja, das hatten wir schon. So, jetzt können wir noch in das Haus oder in den Schuppen gehen. Ich betrete jetzt mal den Schuppen. Du versuchst, die Schuppentür zu öffnen, aber die Tür rührt sich nicht. Du erinnerst dich, sie vor längerer Zeit verschlossen zu haben, weißt aber nicht mehr, was du mit dem Schlüssel gemacht hast. Oh, tolle Idee. Netter Charakter. Okay, dann noch geh in das Haus. Beim Eintreten in das Haus packt dich ein unterschwelliges Unbehagen. Als ob die draußen wachsende Zerstörung die Wände deiner einst sicheren Zuflucht durchdrungen hätte. Andererseits sieht alles noch genauso aus, wie du es zurückgelassen hast. Vielleicht ist das ein guter Moment, sich einfach nur hinzulegen und zu hoffen, die Probleme würden von allein verschwinden. Du kämpfst dagegen an, doch die Versuchung ist groß. Lies in deinem Tagebuch, öffne die Truhe, leg dich ins Bett oder geh wieder raus. Ja, durch Schlafen, glaube ich, werden die Probleme nicht besser. Ich nehme mal an, dass es hier auch verschiedene Enden gibt, weiß es aber nicht mit Sicherheit. Lesen wir doch in dem Tagebuch. Vielleicht finden wir dort raus, wo wir den Schlüssel haben für den Schuppen.
Liebes Tagebuch, ein weiterer normaler Tag auf der Farm. Das Getreide wächst gut. Bethan geht es auch gut. Sie liefert mir zuverlässig täglich feine Milch. Okay, die Zeiten waren also mal besser, das ist schön zu wissen. Wenn die Dinge weiter so gut laufen, kann ich vielleicht bald in neues Vieh investieren. Dann bekämen Bethan und ich wenigstens etwas mehr Gesellschaft. Also anscheinend ist der Farmer allein auf der Farm mit seiner Kuh. Interessant, also keine Frau, kein Kind. Liebes Tagebuch, heute war kein guter Tag. Jemand ist in den Schuppen eingebrochen und hat einiges an Werkzeug gestohlen. Okay, das erklärt, warum er den Schuppen versperrt hat. Ich bin nicht kleinlich, wenn jemand einen Happen Gemüse aus dem Garten stiehlt, aber meine Geräte? Na, jedenfalls habe ich ein Schloss an den Türen gebracht und den Schlüssel versteckt. Noch einmal lasse ich mich nicht beklauen. Okay, da wurden die Zeiten also schon schlechter. Nächste Seite. Liebes Tagebuch, neulich Nacht erwachte ich aufgrund eines fauligen Gestanks. Etwas so Widerwärtiges hatte ich zuvor noch nie gerochen. Man weiß ja, auf dem Land kann es schon mal ganz schön stinken. Wenn er also schreibt, so was Widerwärtiges, dann muss es was Hartes sein. Ich trat aus der Hütte und suchte die Farm ab, konnte aber die Ursache nicht finden. Was immer es muss ein böses Übel sein. Ich sollte der Stadt einen Besuch abstatten, um mehr zu erfahren. Okay, interessant, aber kein Hinweis, wo er den Schlüssel versteckt hat. Also die Zeiten scheinen immer schwerer geworden zu sein auf der Farm. Am Anfang las es sich ja sehr gut. Öffnen wir mal die Truhe. Du öffnest die Truhe und findest nichts weiter als einen Haufen Papiere. Sieht so aus, als hättest du weit weniger Wertsachen als angenommen. Du schließt die Truhe. Okay, nichts Wichtiges also. Ja, ins Bett lege ich mich nicht. Ich glaube, das bringt nichts. Also gehen wir wieder raus. Und ja, dann gehen wir zu den Feldern. Da waren wir ja gerade. Ich lese es natürlich nicht zweimal vor. So, betritt den Pferch oder folge dem Pfad. Ich nehme an, in dem Pferch ist die Kuh, die Befan. Sofern sie noch lebt, heißt das. Weil wenn das Getreide verfault ist, dann... Das heißt nichts so wahnsinnig Gutes. Wir betreten mal den Pferch. Ein giftiger Dunst brennt in deiner Nase, als du den Pferch betrittst. Und ich habe gerade gezuckt wegen dem Quietschen. Scheiße. Deine arme Kuh liegt leblos auf dem Boden. Na ganz toll. Eine wuchernde Fäule hat begonnen, ihren Körper zu verzehren. Ja, hier sieht man's. Wie du dort so stehst, fühlst du Übelkeit in dir aufsteigen. Ganz besonders, als du auf die schwarzen Pilze blickst, die aus dem auf den Boden sprenkeln. Nee, die den Boden sprenkeln. Diese Pilze hier. Also irgendein Übel hat die Farm befallen, das merkt man schon. Und anscheinend macht es weder vor Tieren noch vor Pflanzen halt. Und da wir selber den Gestank riechen, wohl auch nicht für uns, wenn wir zu lang bleiben. Pflücke einen Pilz oder untersuche das Wasser. Ja, ich weiß halt, wir wissen natürlich nicht, ob der Pilz giftig ist. Ich nehme mal an, das Wasser ist nicht mehr ganz trinkbar. Aber wir untersuchen es mal. Du untersuchst, ob an dem Wasser etwas ungewöhnlich ist. Du bemerkst eine dunkle Konsistenz. Aber nicht ganz normal. Als du einen Stein in das Wasser fallen lässt, wirbeln dunkle Partikel am Boden auf wie ein Gewittersturm. Dein Gesicht verzieht sich vor Ekel. Ja, sollen wir den Pilz pflücken? Also auch das Wasser ist nicht mehr gut. Wir wissen halt nicht, ob der giftig ist. Krass, wir spielen jetzt knapp 9 Minuten und ich grusel mich schon. Ja, ich bin kein wirklich abgehärteter Horrorspieler, das weiß man aus anderen Spielen. Ach, wir pflücken ihn mal. Risk no fun, zur Not machen wir neu. Okay, das war, glaube ich, keine gute Idee, wenn man so unsere Hände ansieht. Du kniest dich nieder und greifst nach einem Pilz. Wenn du ihn aus dem Boden reißt, setzt der Pilz eine Wolke aus Sporen frei. Deine Hände beginnen zu brennen und zerschmelzen, als du sie betrachtest. Das ist natürlich wunderschön. Dein Körper verschrumpelt langsam zu einer dunklen, feuchten Masse, als sich das Gift in dir ausbreitet. Du stirbst. Letztendlich. Nachdem du noch einige Zeit am Boden herumgekreucht bist. Dein Abenteuer endet hier. Und wir haben die erste Errungenschaft. Diese Pilze sind kein Pfifferling wert. Ja, wie ich schon sagte, man stirbt sehr schnell bei dem Spiel. Wir hätten vielleicht davor speichern sollen. Oh Mann, 10 Minuten und das erste Mal gestorben. Also was lernen wir daraus? Keine komischen Pilze anfassen.
Ja, das mache ich jetzt schnell. Wir kennen es ja schon. Okay. Wir wissen, der Schuppen ist abgesperrt. Im Haus kennen wir alles, außer das Schlafen. Aber ich glaube, der Schlaf bringt es nicht. Das heißt, wir gehen zu den Feldern. Und wir wissen, im Pferch ist auch nichts wahnsinnig Besonderes gewesen. Außer jetzt die tote Kuh und der Pilz, der uns gekillt hat. Folge dem Pfad. Du folgst dem Pfad eine Zeit lang, bis du in der Ferne eine Höhle entdeckst. Stellst inne und fragst dich, ob dort wohl etwas Hilfreiches zu finden ist. Folge weiter dem Pfad oder gehe in die Höhle, wisst ihr was? Ich speichere jetzt das erste Mal. Ja, hey, wir sind gerade gestorben. Wir gehen mal zur Sicherheit in die Höhle. Wir haben ja gespeichert. Du hörst ein schwaches Säuseln des Windes, der sich zwischen den Felsen fängt. Die Temperatur kühlt merklich ab, als du die Höhle betrittst. Ich finde das Spiel geil, muss ich ehrlich sagen. Gerade, dass man fast nichts hört, bis auf manchmal so Hin- und Wiedergeräusche. Und der Stil gefällt mir sehr. Du nimmst hier einen anderen Geruch wahr, aber du begrüßt diesen neuen Geruch, der wesentlich angenehmer ist als der tödliche Vollgeruch außerhalb der Höhle. Zu wissen. Geh tiefer in die Höhle oder verlasse die Höhle. Wir gehen mal tiefer. Oh ja, das sieht wunderschön aus. Und ich habe schon wieder gezuckt. Scheiße, ich bin echt. Vor allem, ich habe schon länger nicht mehr irgendein Horrorspiel gespielt. Ich bin nicht mehr abgehärtet. Bevor du auch noch einen Schritt machen kannst, taucht ein großer Bär aus der Dunkelheit auf. Ja, das war eine dumme Idee, ne? Dir wird klar, dass eine Annahme, hier etwas Hilfreiches zu finden, ein schrecklicher Fehler war. Bekämpfe den Bären oder laufe weg. Ich will gar nichts von beiden tun. Das ist beides nicht gesund, lieber Charakter. Ein Bär tötet einen sofort. Ich laufe weg. Ach cool. Hier haben wir es mal auf Englisch. The moment you turn to run, the bear roars with a deep growl, shaking the loose stones about the cave. All you can think about is making it back home in one piece. Also zu Deutsch, in dem Moment, als man losrennt, brüllt der Bär mit einem tiefen Gebrüll, wo die Steine in der Höhle erzittern. Und alles, woran man denken kann, ist, in einem Stück nach Hause zu kommen. Gut, du hast es bis zum Pfad geschafft. Doch der Bär holt dich ein und stürzt sich auf dich. Und das ist ein wunderschönes Bild hier. Deine schmerzerfüllenden Schreie verhallen ungehört, als der Bär dich in Stücke reißt. Dein Abenteuer endet hier. Und schon wieder abgekratzt. Neue Errungenschaft. Oh, ist es nicht wunderschön. Und da haben wir das zweite Mal sterben. Oh man. Also wir merken schon, das Game tut nicht wirklich einen Fehler verzeihen. Aber ich nehme mal an, wenn man den Bär gekämpft hätte, wäre man auch gestorben. Ja, sorry. Ich versuche so gut wie möglich zu überleben. Wie laden. Ja, diesmal gehen wir nicht in die Höhle. Wir haben unseren Fehler gelernt. Folge weiter dem Pfad. Ich weiß gar nicht, ob man überleben kann. Du unterbrichst deinen Fußmarsch, als du überraschend auf ein demoliertes Fahrwerk stößt. Okay. Ziehe weiter oder untersuche das Fahrwerk. Wir untersuchen das mal. Ich überspeichere mal den alten Save Game. Und man sieht schon, man kann hier 10-mal speichern. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Versuche das Fuhrwerk. Da dürfte ja nichts Böses dran sein eigentlich. Also hoffe ich. Du suchst das Durcheinander ab und findest ein wenig Nahrung und ein paar Kleidungsstücke auf dem Schauplatz verstreut. Okay. Während deiner Suche entdeckst du einen Schlüssel am Boden. Hebst den Schlüssel auf und setzt deinen Weg fort. Okay, das war jetzt mal nichts, was sofort getötet hat. Nach gefühlten 1 bis 2 Stunden erreichst du eine Brücke. Neben dem Pfad steht eine kleine Hütte, nicht unähnlich dem Haus auf deiner Farm. Der Mann, der hier lebt, ist ein freundlicher Bursche, soweit du dich erinnern kannst. Ob er wohl zu Hause ist? Das, was ich eher frage, ist, ob der gute Mann noch lebt. Untersuche die Hütte oder überquere die Brücke. Wir haben noch eine Viertelstunde. Jetzt noch mal hier mehrere Parts draus. Ich will es zwischen einem durchmachen. Aber wir gucken mal. Speicherzeit. Wir untersuchen erstmal die Hütte. Du gehst auf das Gebäude zu und klopfst an die Tür. Du kratzt dich im Hinterkopf und vermutest, dass die hier lebende Person gerade beschäftigt ist. Oder gar nicht da. Ja, oder tot. Wir werden es sehen.
Dir kommt der Schlüssel wieder in den Sinn, den du beim Fuhrweg aufgehoben hast. Du benutzt ihn in der Tür. Der Schlüssel schießt die Tür auf. Sehr schön. Hätten wir das Fuhrwerk nicht untersucht, könnten wir hier wahrscheinlich nicht rein. Du entscheidest dich selbst, da rein zu bitten. Ob das jetzt eine gute Idee war? Oh, wenn ich schon wieder das hier lese, das ist schon wieder wunderschön. Als du den leeren Raum untersuchst, wird dir klar, dass hier etwas Schreckliches geschehen sein muss. Leer ist gut. Man sieht hier ehemalige Bilder, man sieht hier Schleifspuren. Ihr seid witzig, liebe Entwickler. Im Raum herrscht Zerstörung und Durcheinander, genau wie beim Fuhrwerk. Ich vermute, der Mann ist tot. Angst überwältigt dich, als du an den Mann denkst, der hier wohnte. Was können wir machen? Die Falltür öffnen. Ja, das ist eine tolle Idee, ne? Weil alles Schöne im Keller ist, vor allem in Horrorspielen. Wir können ein Buch anschauen oder die Hütte verlassen. Ich speichere wieder. War ja wahrscheinlich jetzt hier alle 2 Sekunden. Sorry. Aber wir sind schon 2-mal gestorben. Schau dir das Buch auf dem Tisch genauer an. Vielleicht wieder ein Tagebuch wie bei uns. Du nimmst das Buch und beginnst durch die Seiten zu blättern. Du bemerkst, dass es sich um ein Tagebuch handelt. 1 oder 2 Absätze zu lesen kann nicht schaden. Das dachte ich mir. Der Handel heute lief reibungslos. Gott sei Dank. Ich bin allerdings total aufgeregt. Wegen der Sache, die einer meiner Kumpel kurz vor Tagesende erwähnte. Angeblich gibt es hier in der Nähe einen Teich mit den größten Fischen in der Region. Wenn ich dort einen guten Fang mache, könnte ich genug verdienen, um endlich weiter voranzukommen. Also ist der Kollege hier, sofern er noch lebt, was unwahrscheinlich ist, ein Händler gewesen und ein Fischer. Okay. Ich war total überrascht, als mein Kumpel meinte, dass es bisher niemandem gelungen sei, einen dieser Fische zu fangen. Ich vermute mal, eine ordinäre Angelrute mit normalen Köder bringt hier nichts. Da muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Wenn's denn Fische sind. Ich meine, wir sind schon durch Bären und Bären und Pilze gestorben. Ich traue keinen Fischen, nicht in diesem Spiel. Vielleicht irgendwas, das die Fische fasziniert und womit ich sie anlocken kann. Okay, nächster Eintrag. Die vergangenen Wochen waren wirklich hart für mich. Mein Warenhandel ist bankrott gegangen und ich habe nahezu alle meine Besitztümer verloren. Das hat mich zum Äußersten gezwungen. Aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ich werde diesen Ort auf nimmer Wiedersehen verlassen. Das Land stirbt und es gibt nichts als Dunkelheit hier. Du, der du das hier liest, beherzige meinen Rat. Fliehe, solange du noch kannst. Scheint so, als hätte der gewusst, dass wir das lesen, oder beziehungsweise als hätte er es für jemanden zurückgelassen, der vielleicht reinschaut. Erklärt vielleicht auch, warum hier alles weg ist. Allerdings erklärt das nicht die Zerstörung. Die Frage ist, konnte er fliehen oder nicht? Du findest keinerlei Hinweis auf den Namen dieses Mannes, doch ungeachtet der fehlenden Namens jagen dir die Worte Schauer in den Rücken. Ja, recht hast du, liebes Spiel. Hütte verlassen oder Falltür öffnen? Ja, es kann sich halt auch lohnen, neugierig zu sein, aber wie man an der Höhle gemerkt hat, halt nicht immer. Was soll's, wir öffnen die Falltür. Safe. Nur falls wir gleich wieder sterben. Du schaust dir die Falltür genauer an und deckst, dass sie mit einem Schloss gesichert ist. Mit dem Schlüssel öffnest du das Schloss und klappst die Falltür auf. Ohne groß nachzudenken, rauschst du die Treppe hier hinab. Das ist wahrscheinlich diese Falltür hier, die man hier schön sieht. Wieso sind hier Ketten und offensichtlich eine Person? Das ist schon mal wunderschön. Blut anscheinend hier auch. Ach ja, ich meinte, oh, das ist völlig normal für ein Spiel. Moment, jetzt muss ich hier kurz. So, jetzt hat. Während die Treppe dich hinunterführt, umwandelt dich Luft mit schneidender Kälte. Unten angelangt, entdeckst du sogleich eine Frau mit eisernen Fesseln an die Wand gekettet. Ja, hier. Sie scheint dich nicht zu bemerken, als du sie eingehender betrachtest. You feel darkness surround you as you stay in this awful place. Also, man fühlt um sich herum Dunkelheit, während man in diesem schrecklichen Ort sich befindet oder halt steht. Ja, mit der Frau reden oder die Hütte verlassen, ne?
Die Frage ist, warum wurde sie angekettet? Wir wissen es nicht. Es könnte natürlich sein, dass wir dann sofort sterben, wenn wir mit ihr reden. Es könnte aber auch sein, dass sie uns Infos gibt, wenn wir mit ihr reden. Ich speichere in einen zweiten Safe. Der Slot, reden. Du erschauderst beim Versuch, Worte mit deinem Mund zu formen. Ja, ich versuche einfach alles. Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten für diesen Part. Mal sehen, ob wir nochmal sterben. Frau, du dort drüben, lass mich hier raus. Der Nachdruck dieser Forderung lässt dich erstarren. Du nimmst dir einen kurzen Moment, um die Situation zu überdenken, bevor du antwortest. Sag mir zuerst mal, wieso du hier eingesperrt wurdest. Sie, also wahrscheinlich der Charakter, der Farmer. Du würdest mir niemals glauben, selbst wenn ich dir die Wahrheit sagen würde. Naja, ein Versuch wäre es wert, oder? Dein Weg führt dich nicht ohne Grund hierher. Bitte, hab Gnade mit mir. Befreie die Frau oder weigere dich. Ja, wir wissen halt nicht, wie gesagt, wir wissen nicht, warum sie angekettet ist. Aha. Ich meine, das könnte eine Hexe sein. Das Land hier stirbt und ich meine, wir wissen nicht mal, in welcher Zeit wir spielen. Es erinnert mich so ein bisschen an H.P. Lovecraft, das Ganze. Deswegen, man hat halt keine Ahnung. Ich meine, der oben, der das Tagebuch geschrieben hat, hat uns ja nicht angefleht, aber er hat uns sehr stark angeraten, einfach zu fliehen. Aber wenn wir uns jetzt weigern und sie wäre böse, dann würde sie uns halt sofort killen. Speicherzeit. Bin gespannt, was ihr hier in die Kommentare schreibt zu dem Spiel. Bin ich wirklich gespannt. Ich werde es jetzt befreien und hoffen, dass das kein Fehler ist. Du näherst dich der Frau und öffnest ihre Fesseln. Als ihre Arme frei der Fesseln sind, stöhnt die Frau auf unter Schmerzen. Oh, ich danke dir so sehr. Die Frau müht sich, etwas an Stärke zurückzuerlangen und schafft es tatsächlich, sich allein aufzurichten. Dabei wendet sie sich dir zu. Das sind die creepigsten Augen, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich. Wenn man bedenkt, dass es als ein Schwarz-Weiß-Spiel ist und mir alles gezeichnet, passen sie. Aber das finde ich gerade nicht so wahnsinnig toll. Ich werde dir eine Gunst gewähren. Oh ja, das ist eine schöne Gunst. Was eben noch als zartes Gesicht einer hilflosen Frau erschien, löst sich plötzlich auf und eine grauenhafte Erscheinung manifestiert sich vor dir. Du fühlst den grabeskalten Griff von knöchernen Händen, die deine Arme fest umfassen. Die Lebenskraft enteilt deinem Körper, deine Beine geben unter dir nach. Ach, und damit sind wir, glaube ich, zum dritten Mal gestorben, ne? Oh, ich fühle mich wie ein Failer. Du fühlst, wie die letzte Essenz deines Lebens dich verlässt und dir wird schwarz vor Augen. Es ist bedauernswert, dass deine Reise hier endet. Neue Errungenschaft, holde Maid bringt Leid. Das Gemeine bei diesem Spiel, by the way, ist übrigens, dass man die Errungenschaften davor auf Steam nicht sieht. Man sieht sie nicht. Sie sind alle versteckt. Das ist total gemein. Okay, Spiel laden. Ich lade oben. Ich hab's mir schon gedacht, ehrlich gesagt. Wir öffnen diesmal nicht die Falltür, sondern verlassen die Hütte gleich. Du lässt die Hütte hinter dir und betrittst die Brücke, bevor Schlimmeres passieren kann. Ja, das ist der pure Hohn. Wir sind gerade gestorben, zum dritten Mal. Du überquerst die Brücke wohlbehalten und folgst weiter dem Weg. Nach all der Aufregung verlangt dein Körper dringend nach einer Verschnaufpause. Das glaube ich sofort. Du findest ein lauschiges Plätzchen unter einem Baum und lässt dich nieder. Behaglich lehnst du deinen Kopf erschöpft zurück an den Baum und starrst in den Himmel. Mach ein Nickerchen oder rupfe etwas Gras. Scheinen mir beides jetzt nicht die wahnsinnig geilsten Entscheidungen zu sein. Jedenfalls nicht, wenn man bedenkt, dass wir gerade auf jeden Fall einen Tod durch eine Hexe, einen Pilz und einen Bären hatten. Also ich sag mal Hexe, weil es war ja offensichtlich der Tod, ein Sensenmann. Ja, erstmal mein Lieblingsding speichern. Rupfen wir doch etwas Gras. Was kann schon passieren? Hey, wir sind nur vorher bei einem Pilz gestorben.
Als du Gedanken verloren ein paar Grashalme in deiner Nähe herausrupfst, beginnt der Boden zu beben. Wurzeln schießen aus dem Boden und bevor du aufspringen kannst, wickeln sie sich um deine Beine. Ja, wie sagte ich gerade? Hey, was kann denn schon passieren? Du drehst deinen Kopf in Richtung Baum. Ich kann gerade nicht. Sorry. Nur um ein riesiges Gesicht zu erblicken, das zornig zurückstarrt. Wahrscheinlich der böse Verwandte des Ents, ne? Haha, ich mach grad meine Witze, aber so lustig ist das gar nicht. Das Grauen raubt dir Atem und Verstand und du bist unfähig, dich zu rühren. Kein Laut entkommt deiner Kehle als der Griff der Wulzen sich immens verstärkt und das letzte bisschen Luft aus deinem Körper gequetscht wird. Und jetzt haben wir die Errungenschaft, die Natur wird sich gegen dich erheben. Schön die Namen übrigens. Dein Abenteuer endet hier. Mal wieder. Aber ganz ehrlich, wenn man durch den Baum stirbt, weil man Gras rupft, dann ist doch das Nickerchen auch nicht die beste Idee. Naja, probieren wir es. Mach ein Nickerchen. Deine Augen fallen zu und dein Körper entspannt sich. In Sekunden bist du eingeschlafen. Als deine Gedanken im Geist umherschweifen, siehst du ein verschobenes Bild. Auch das ist das schönste Bild, was ich hier gesehen habe, übrigens. Einzelheiten dringen empor, während du weiter gebannt starrst. Du fragst dich, wer das sein mag. Eine böse Vorahnung überkommt dich und dir wird klar, wer dies ist. Ja, wahrscheinlich wer selber, wa? Du versuchst dich selbst aus dem Schlaf zu holen. Puh, okay, also schlafen auch nicht gesund, obwohl wir nicht gestorben sind, aber ich nehme an, dass wir uns selbst gesehen haben. Du erwachst und springst auf deine Füße, beunruhigt untersuchst du dich und deine Umgebung. Alles scheint in bester Ordnung zu sein. Ja, wahnsinnig, wir wurden nur schon viermal gekillt, aber alles in bester Ordnung, völlig normal. Ein angstmachendes Gefühl drängt sich in dir auf, dass etwas Schlimmes passieren wird, wenn du hier verweilst. Weiterzugehen erscheint jetzt als die einzig logische Konsequenz. Eine gute Idee. Vor dir gab es sich der Weg in zwei Pfade. Welchen Pfad sollst du nehmen? Nach links oder nach rechts? Wie lange haben wir denn noch Zeit? 3 Minuten. Gut, dann natürlich wieder mal speichern. Ich glaube jetzt hier. Die angekettete Frau können wir eigentlich löschen, ne? Egal, speichern jetzt hier. Bei dem Möchtegen-End. Ja, links oder rechts? Im Grunde wissen wir nicht, was richtig ist. Ich gehe mal nach links. Nachdem du dem Weg einige Zeit gefolgt bist, hältst du kurz inne und siehst dich um. Du bemerkst einen kleinen Trampelpfad, der durch das Gras einen nahen Hügel hinaufführt. Wärst du hier nicht angehalten, hättest du diesen wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Wohin gehst du? Folge den Trampelpfad, geh zurück zur Weggabelung oder folge dem Pfad? Ich habe vorher ein bisschen Gras gerupft und bin gestorben. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich folge dem Pfad weiter, glaube ich. Ja, wir folgen dem Pfad weiter. Du marschierst eine geraume Zeit, bis du an ein unendlich großes Feld von Gras gelangst. Nahe dem Wald steht ein steinerner Brunnen. Nahe dem Weg. Wir haben nur noch 2 Minuten. Ziehe weiter, schau dir den Brunnen genauer an oder geh zurück zum Trampelpfad. Also wenn ich bedenke, wie das Wasser bei uns vorher auf der Farm aussah, aber in dem Brunnen könnte was drin sein, ne? Ich speichere mal in einem neuen Save. Oder ich überspeichere mal ich nenne sie jetzt mal die Hexe. Aber die brauchen wir nicht mehr. Schau dir den Brunnen genauer an. Du schwärst in den Brunnen. Abgesehen von dem erwarteten Wasser am Brunnengrund entdeckst du eine Münze auf einem kleinen Mauervorsprung im Brunnen. Eine innere Stimme sagt dir, dass du diese Münze, wenn irgend möglich, ergattern solltest. Ja, eine innere Stimme hat mir auch vorher gesagt, befreie eine unschuldige Frau. Und was wurde daraus? Wir sind gestorben. Wisst ihr was? Hier, wir können jetzt den Ort verlassen, um die Münze holen. Hier speichere ich in einen dritten Slot. Und gehe wieder ins Hauptmenü. Nicht gespeicherte Inhalte gehen verloren, ist aber völlig egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sterben beim zweiten Part. Also ich probiere einfach mal alles aus. Vielleicht überleben wir ja in irgendeiner Form oder wir sterben immer.
Aber ich hoffe, wir sterben beim zweiten Part nicht so oft wie jetzt. Und ja, ich wäre hochgespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Also ich finde das Spiel obergeil gerade. Ich habe zwar Gänsehaut ohne Ende, aber ich finde es geil. Gerade dieses Feeling von keinem Geräusch oder fast keinem Geräusch ist wirklich schön. Also gruselig schön. Ja gut, wir sehen uns später noch bei Dark. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.